Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Beer and Breakfast. Das sind wir wieder. Eine neue Folge. Und es sind einige Tage vergangen seit der letzten Folge. Wahrscheinlich etwa 6, 7. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die 25 5-Sterne-Bewertung geschafft. Das ist doch schön. Können wir hier gleich mal annehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bekomme. Eine warme Wintermütze bekommen wir. Ah, und ein Achievement natürlich. Sehr schön. Die können wir eben gleich mal anziehen. Hier ist sie. Oh, die sieht aber schick aus. Muss ich schon sagen. Macht schon was her. Hat natürlich wie immer keine Vorteile. Ist einfach aussehenstechnisch ist die da. Ja, das heißt, hier das Winterberggebiet ist so gesehen auch abgeschlossen. Und es steht nur noch der Kieferwald offen. Wo ich denke, dass es auch nicht mehr lange gehen kann, dass wir da zur nächsten Aufgabe kommen. Soweit, die letzte ist es aber noch nicht. Wir haben aktuell 31.000 Münzen. Das heißt, auch da müssen nochmals ein paar Tage vergehen, um da zu Barbara zu gehen. Ich habe aber noch andere Dinge gespottet. Ich gehe mal gleich dahin. Und zwar war ich hier am Holz sammeln und dann habe ich gesehen, dass wir auch hier bei Sabine ein Ausrufezeichen haben. Und ich denke, sie wird uns auch ein Objekt für das Museum mitgeben können. Ja, und sie sagt uns, sie hätte Fotos gemacht von einer großen Kreatur, damit ihr auch jemand glaube, dass sie die hier im Wald getroffen habe. Und diese gibt sie uns, wenn wir ihr etwas zu essen geben. Und das ist Chili-Macaroni. 2 Portionen. Ah ja. Ich glaube, wir müssen dazu zuerst mal einkaufen gehen. Ich glaube, wir haben nicht alles, was es dazu braucht. Wenn wir schon hier unten sind, was mir einfiel, da habe ich auch noch ein Ausrufezeichen gesehen. Auch bei Claire können wir mal noch sprechen. Ja, und auch Claire wird uns was geben. Sie möchte von uns 3 Schürfergeräte, weil ihr die Grabutensilien ausgehen. Heißt das, wir brauchen 3 Goldschürferwerkzeuge? Weiß ich nicht ganz genau. Machen wir zuerst das mit dem anderen. Machen wir jetzt zuerst das Essen. Da habe ich das Rezept herausgesucht. Das müssen die Chili-Nudeln sein. Und ich würde sagen, die kochen wir doch gleich mal. Wir bekommen da 5 Stück mit den aktuellen Ressourcen, die wir haben. Ich habe zu wenig Käse, aber auch die Bohnen werden sehr knapp. Und ich gehe mal davon aus, dass das die Chili-Macaroni sind. Erbeuten? Jawohl, die Aufgabe wird gestrichen. Das heißt, ich mache mich unterwegs dahin und vielleicht überspringe ich auch gleich noch die Nacht. Da ist es wieder morgen früh, gleich kommt das Geld rein. Genau, da ist es da. Wir sind bei 34.000. Dauert also noch ein bisschen was. Und jetzt bringen wir die doch mal hier hin. Einmal zu Sabine. Und wir bekommen da ein unscharfes Foto der alten Bestie. Ja, da erkennen wir leider nicht sehr viel. Und mit dem gehen wir jetzt natürlich wieder in den Zauberwald. Hab auch immer fröhlich die Lilien eingesammelt, damit wir es uns leisten können, auch jetzt hier wieder mal was umzuwandeln. So. Und da wurde es umgewandelt und ja, es soll sich bei der Kreatur um Greg gehandelt haben, der einmal im Jahr durch den Wald streift. Das hat sie uns hier noch mitgeteilt. Sehr gut, dann zurück zum Museum zu wieder aufstellen. Weiß natürlich nicht, wie viele Ausstellungsstücke das es hier geben wird, aber so langsam könnte natürlich auch der Platz mal knapp werden hier. Das ist ein schönes Bild. Ah, es ist ausgestellt. Wieder etwas mehr in unserem Museum hier. Und dann würde ich sagen, ich schau mal, ob es sich da um Goldgräberausrüstung handelt. Muss ja fast. Mir fällt jetzt nichts anderes ein, was, ja, was da rankommen könnte. Zum Glück bei den Quests hier sieht man es nochmals ganz genau, dass es 3x Goldgräberausrüstung sein muss. Genau. Und wir haben aktuell keine mehr. Das heißt, wir kaufen hier 3 Stück. Und dann geht's ab nach unten. So, das hat uns 4.500 Coins gekostet. Nein, ich möchte nicht mit Anton sprechen, sondern ich möchte das hier an Claire übergeben. Und da haben wir jetzt Seidenfasern bekommen, die sie im Sumpf, also genau da, wo Charlotte auch ist, gefunden hat anscheinend. Gut, mit denen geht es dann wieder ab nach da drüben. Wieder 30 Kohle-Lilien weg, danach ist mein Vorrat aber ganz weg. Muss ich so sagen. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch nochmals teurer werden. Ich weiß ja nicht. Es ist eigentlich jetzt schon recht grindig, denn ich glaube, man findet keine 20 pro Tag hier.
Oh, nein, nicht Twiggy. Ich würde gerne mit Charlotte sprechen. So. Und sie macht daraus ein riesiger Kokon. Wo mal jemand drin gelebt haben soll anscheinend. Den man nicht treffen möchte. Gut, dann stellen wir doch das auch noch aus. Und dann überspringe ich dann gleich wieder den Tag. Da habe ich das Ganze erfolgreich im Museum ausgestellt. Und ja, wir haben die Aufgabe immer noch nicht erfüllt. Wir sind jetzt wieder auf 32.000 hoch. Es hat gerade so viel gekostet wie die Goldgräber-Ausrüstung. So viel hat es wieder eingebracht. Und ich werde mal durch die Welt laufen, ob es noch mehr solche Museumsgegenstände gibt. Da ist es tatsächlich so, der Waschbär hat auch noch was. Tuck. Ja, er hat uns gesagt, er braucht ein bisschen Geld. Er steckt ein bisschen tief drin. Und er würde uns dann auch ein Geschenk geben. Jetzt müssen wir dem auch noch 3000 Münzen geben. Ja, das ist ja... Das ist ja toll. Und da haben wir ein kaputtes Handgepäck bekommen, was anscheinend noch nicht geöffnet sein soll, obwohl es auf dem Bild geöffnet ist. Auf jeden Fall, das hat es im Dialog geheißen. Wo ist es denn hin? Hier. Und da handelt es sich natürlich auch um sowas. Ja, da müssen wir erstmal wieder Lilien sammeln, bevor ich die umwandeln kann. Leider habe ich nur 25 Lilien geschafft, deshalb dachte ich mir, komme ich doch noch einmal hier in die Höhle. Denn da hat es ja auch gegeben. Und somit haben wir jetzt 30 zusammen. Und da habe ich auch noch gerade vorhin vorne was Interessantes gesehen. Da müssen wir wieder einmal zurückgehen. Da im ersten Raum nämlich hat es hier was. Ich glaube, das haben wir nicht interagiert. Eine rote Feder. Was das auch immer ist. Sehr begehrt. Jetzt habe ich die Angst, dass ich da sonst noch was übersehen habe hier. Aber, boah. Also die bringt uns aktuell noch nichts, aber ja. Gehe ich da mal wieder zurück. Denn hier kommen wir ja noch nicht weiter. Ich denke, da müssen wir dieses Ziel schaffen, dass wir da weiterkommen. Eventuell dachte ich, könnte ich auch noch zur Mutter gehen gerade, wenn ich schon da bin. Vielleicht hatte die auch noch ein Geschenk für uns. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Auf ins Dickicht. Habe auch mal die Nacht noch übersprungen und sie war sehr lukrativ. Wir haben, ja, 38.000 jetzt, also 8.000 dazugekommen. Hat sich sehr gelohnt. Und, das war der Hase. Ich weiß den Namen nicht mehr genau. Da gibt es auf jeden Fall was. Da hat uns die Mutter gerade weggeschoben. Ja, die sagt aber nichts. Diesen Luxus haben wir schon längst in unseren Hütten. So, aber dann sprechen wir mal mit dem Hasen. Anni war es, genau. Ja, und sie möchte von uns eine Nacho-Käse-Lampe für Anni. Weiß jetzt nicht ganz, was wir da wieder organisieren müssen, aber ja, wir schauen da mal rein ins Questbuch. Vielleicht steht es da ja ein bisschen gescheiter. Ah, das war sowas, ja. Gibt's im Shop, wie ich meins von Tuk. Das sollten wir hinbekommen. Erstmal hier wieder alle Lilien eingesammelt, denn wir werden noch mehr brauchen. Und dann wollen wir doch mal den Gegenstand umwandeln. Ja, und sie macht aus diesem Koffer vergessenes Gepäck. Und es wird auch nicht geöffnet, weil so bleibt ein bisschen die Spannung enthalten, was drin ist. Eigentlich logisch, ja. Nur komisch, dass auf dem Bild, was wir von ihm bekommen haben, da der Koffer offen war. Aber ja, war vielleicht ein bisschen... Ja, übersät oder so, keine Ahnung. Gut, jetzt gehen wir gleich noch unten zum Shop, wo wir diese Lampe kaufen können oder finden sollten. Da habe ich sie gespottet für 700. Können wir uns zum Glück holen, weil unser Mitarbeiter ja da auch kräftig was gesammelt hat. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ihn aktuell gerade ausgestellt, denn der kostet auch 800 am Tag. Wir haben, wenn wir nichts mehr bauen müssen selbst, also auch keine... Wertsachen brauchen, dann bringt es auch nicht, den laufen zu lassen, solange wir auch noch dringend Münzen benötigen, um weiterzukommen. Ist halt schon so. Gut, platzieren wir das im Museum und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann da auch noch diese Lampe übergeben. Da bricht auch gleich ein neuer Tag an. Boah, diesmal hat es sich nicht ganz so gelohnt, ehrlich gesagt. Nur 3000 Münzen, aber ich sehe, wir haben das erfüllt. Immerhin das. Das sind wir jetzt aber hier bei Anni. Und geben mal die Lampe. Ja, und was gibt sie uns? Eigentlich der komplette Müll, ehrlich gesagt. Rabattierte Hundehalsbänder.
Und die sagte, sie hätte sie vor Jahren im Supermarkt gestohlen. Ja, das ist doch wieder mal top. Jetzt müssen wir nur Lilien sammeln und dann sollten wir in der Lage sein, auch den Gegenstand umzuwandeln. Aktuell haben wir 25. Ah, dann kann ich ja gleich da mich auf den Weg machen. Dann fehlen uns ja nur 5 Stück. Die sollten wir ja jetzt locker zusammenbekommen. Zum Glück ist auch der Preis nicht nochmals angestiegen. Das hatte auch seine Vorteile. So, 30 Stück erreicht. Und dann lass uns den mal übergeben. Und das gibt uns ein dreifaches Hundehalsband. Und ich glaube, wir haben alle Museumseiten damit zusammen. Gibt's nicht mehr? Gut, wenn ich bedenke, die Mutter, oder Anni hätte ich völlig vergessen, aber die Mutter wäre fast mein letzter Guess gewesen, wer uns noch was übergeben könnte. Denn wir haben von vielen ja was bekommen aus der Welt. Und andere arbeiten ja für uns sowieso. Deshalb, ja, dann scheint das wohl das Letzte gewesen sein. Dann auf in den Kiefernwald. Hier können wir einerseits diesen Museumsständer jetzt natürlich platzieren. Hat er da noch Platz? Ja. Theoretisch könnte man das Museum auch noch ein bisschen größer bauen, muss ich ehrlich sagen. Für den Moment ist aber okay. Hier ist das dreifache Hundehalsband. So. Das heißt, unser Museum ist jetzt top ausgerüstet. Spielhalle noch nicht ganz. Und dann haben wir hier die Aufgabe erfüllt. Genau, das gibt, glaube ich, auch noch ein bisschen Münzen. Weiß nicht, was... Kann sein, dass es was gegeben hat. Und jetzt kommt da die nächste Aufgabe. Das Ansehen auf Stufe 6 erhöhen. Aber wir bekommen wir eine Winterjacke. Und das haben wir bereits geschafft. Ah, ich hatte schon Angst, dass ich da noch einschreiten muss. Aber anscheinend flauschige Winterjacke. Aha. Wenn wir mal reinschauen. Hier. Boah, die sieht richtig gut aus. Dann gibt es die nächste Aufgabe. Eine Küche auf Stufe 3 und dreimal ein Esszimmer auf Stufe 4. Und dann müssen wir eine Mahlzeit auf Stufe 3 kochen. Es gibt 1000 Münzen. Okay, jetzt haben wir wieder was zu tun. Also das hat er schon erfüllt. Jetzt ist die Frage. Was machen wir mit der Küche? Und wir müssen 3 Esszimmer errichten. Ich kann mal schnell reinschauen, ob da... Ob da zumindest das da zählt. Das ist Stufe 4. So, das ist auch Stufe 4. Also 2 Esszimmer haben wir bereits. Wir müssen ein drittes bauen. Und wir müssen eine Küche einrichten. Jetzt die Küche. Könnte man zum Beispiel da unten machen. Hier hat es noch sehr viel Platz. Da bei der Bar. Die ist da so ein bisschen abgeschieden. Ja, die könnte ich da einbauen. Dann ja, baue ich doch mal die Geräte. Und dann bauen wir sie gleich auf. Ja, und weil ich da wieder mal zu wenig Eisenplatten hatte, musste ich mal schnell noch einen Trip in die Schrottgrube machen. Und da habe ich den nächsten Tag übersprungen und wir haben tatsächlich 52.000 Münzen jetzt. Also es sind fast 10.000 dazugekommen. Dafür war ja der Tag vorher nicht so erfolgreich. Ich habe hier schon mal ein Esszimmer aufgebaut, minimalistisch, das wird eh nicht gebraucht. Und wir können jetzt hier die Küche aufbauen. Jetzt würde ich darauf achten, dass wir da natürlich nicht eine zu große bauen, damit wir nicht unter die 50.000 Münzen fallen. Wäre schon mal wünschenswert. So sollte es eigentlich Platz haben. Oh ja, kommt dann gleich der Weg. Einmal den in die Mitte, den da unten und eine Tür rein. So, dann ist die Küche fertig. 480 kostet die. Küche ist da. Und jetzt müssen wir ein Gericht kochen. Das hat er wieder resettet. Das könnten wir, glaube ich, machen, wenn ich schnell... Nee, ich habe auch kein Butter. Und da haben wir doch das zusammenbekommen. Er ist gerade am Kochen. Dann sollten wir die Aufgabe eigentlich erfolgreich erfüllt haben. Ich habe absichtlich nur 2 Butter gekauft, damit mir da die Münzen nicht ausgehen. So, das haben wir gekocht. Stufe 3 Gericht. Und dann wollen wir doch das einmal abschließen da. Gibt ja auch nochmals Münzen, habe ich eigentlich gerade wieder vergessen. Gibt ja auch. Und was ich auch vernachlässigt habe, ist zu schauen, ob alle Orte hier wirklich auch Essen haben. Das ist ein bisschen das Problem. So,
Ein Kino auf Stufe 2, eine Brennerei auf Stufe 2, zwei Gäste mit dem Merkmal Filmfreund und mit dem Kneipenhocker-Merkmal. Da müssten wir nur passiv noch drauf warten, genau, nämlich die Gäste zu beherbergen. Muss ich also drauf schauen, wenn ich die hier annehme. Haben wir überhaupt gerade welche? Nee. Doch, hier ist eines mit dem Kino. Aber ja, das wird ein bisschen dauern, bis wir das haben. Jetzt gehen wir doch einmal zu Barbara mit den 50.000. Mal schauen, was die denn so zu erzählen hat. Oh, das war eine Kiste, da war ein Apfel drin. Aber hier ist Barbara ja wirklich... Ja, wir haben jetzt da was gelernt über die Geschichte wieder. Also, wie erwähnt, da gab es Streit, dann gab es Brände, Ausschreitungen in dem Gebiet, vor allem im Kiefernwald. Und dann sind alle Menschen gegangen, außer sie ist geblieben. Und ja, sie hätte nicht gedacht, alles zusammengebrochen, so wie wir es gesehen haben. Nur noch Schrott überall. Ja, sie hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Und jetzt hat sie eine neue Quest. Und wir haben von ihr jetzt die Brechstange bekommen. Denn am Strand, wir wissen ja schon, da gibt es was zum Aufbrechen. Und wir sollen jetzt den, also wir sollen da ein Vergrößerungsobjekt holen, damit wir den Leuchtturm in der Weißsteinbucht reparieren können. Da fahren wir doch hin, das machen wir noch diese Folge. Und ich denke, ich kann es nicht einschätzen, wie lange das Spiel natürlich noch geht, aber ich denke, wir könnten nächste Folge, die finale Folge erleben. Mal schauen, was da noch so offen ist. Ich meine, es sind ja hier noch Aufgaben für die Verbesserung, aber ich denke, es muss ja auch noch mit der Höhle was kommen. Da waren ja noch einige Schlüssel und so, die da freizuschalten sind. Oh, jetzt ist die Tür hier offen. Oh, jetzt sucht er aber ganz lange. Da haben wir jetzt ein Vergrößerungsobjekt gefunden. Gibt es da sonst noch was? Nein. Nur das. Dann ab zurück. Dann überbringen wir natürlich mal die Neuigkeit, dass wir das gefunden haben. Na klar. Und jetzt, wie erklärt, sollen wir den Leuchtturm reparieren. Ich würde sagen, da gehen wir noch hin. War jetzt ein bisschen unnötig, wieder hier hin und her laufen zu müssen. Um da ehrlich zu sein. Nur um die nächste Aufgabe zu fassen. Aber ja. So soll es mal wieder aussehen. Oder auf dem Concept Art sieht es so aus. Sagen wir es mal so. Mal schauen, was es dafür braucht. Ich denke, deshalb ist doch der Weg hier versperrt. Weil durch das Aufbauen wird doch auch der Weg wieder schön. Und dann sieht es hier auch wieder ein bisschen besser aus. Da ist hier das Schild. So, und da möchten wir einmal reparieren. Schutt ist weg. Das haben wir bereits mal gemacht, wo wir was gesucht haben. So, spezielle Gegenstände. Vergrößerungsobjektiv, Mahagonibretter, Stahlplatten und Elektronik. Und wir haben alles, also wird es gleich noch repariert. Alles da. Aufbauen. Da habe ich auch gleich mal die Nacht geskippt, dass wir uns das ein bisschen schöner anschauen können. Aber da erstrahlt er in neuem Glanz, der Leuchtturm. Und wir können da auch mal reingehen, da es sonst noch was zu sehen gibt. Außer ein Licht. Alles wieder eingerichtet, wie es mal war wahrscheinlich. Boah, warum auch nicht? Das ist nur das Licht. Ich glaube, da gibt es generell nie wirklich groß was zu holen, sondern nur optisch was anzusehen. Ihr seht, der Abgang, nein, ist noch nicht gemacht. Oder bleibt er so? Hätte man ja auch gerade machen können. Aber ja, wir werden in der nächsten Folge wieder zu Barbara zurückkehren, denke ich. Und da in der Story weitergehen. Also es ist größtenteils noch Story offen jetzt. Den Rest haben wir soweit geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!